Mit Musik stimmt Fasil sich auf den Tag ein. Und mit der Bibel. Er ist Christ, wie viele Roma. Die Stimme Gottes gibt meinem Herzen Frieden. Von Gott kommt auch meine Kraft und mein Talent zum Geigespielen. Das hat der Heilige Geist überbracht. Ich habe niemals in meinem Leben Musikunterricht genommen. Die Wagen der Schausteller stehen am Stadtrand, auf der einen Seite der Garonne, die das reiche und das arme Bordeaux trennt. Fasil ist stolz, dass er zum fahrenden Volk gehört und zum Circus Romanes. Er ist der Zirkusdirektor Alexandre Romanes, aber auf Titel gibt er wenig. Vor Jahrzehnten schon verabschiedete er sich von der Prestige-Schaustellerei und gründete einen fahrenden Zigeunerzirkus nach altem Vorbild. Dass er damit auch provozieren könnte, prallt an ihm ab. Nomaden gibt es auf der ganzen Welt und überall haben sie einen schlechten Ruf. Da geht es uns wie den Indianern im Amazonas oder wie bestimmten Völkern in Afrika. Sie stören einfach und es wird alles getan, damit die Nomaden sesshaft werden. Die Sesshaftigkeit habe den Roma geschadet, finden die Romanes. In den Slums, wo die meisten Roma in Frankreich leben, haben sie Artisten angeheuert und eine neue Großfamilie aufgebaut. Das ist die Mutter meiner Frau und rechts daneben, das ist ihre Tante. Diese hier ist, glaube ich, eine entfernte Cousine und das ist meine Tochter. Das ist etwas sehr Schönes in den Zigeunerfamilien. Die Alten werden nicht ausgegrenzt. Wir leben alle zusammen. Die Arbeit im Zirkus ist manchmal hart. Alexandre Romanes kontrolliert, ob die jungen Artisten auch üben. Die Kinder sind der Stolz des Zirkus. Sie gehören zum engen Verbund der Großfamilie Romanes, die ein System der sozialen Schichten ablehnt. Die jungen Leute heute werden irregeführt. Man gaukelt ihnen vor, dass Mode, Wettkampf, Sport oder sozialer Aufstieg wichtig sind. Ich weiß nicht, wie Menschen mit solchen Werten glücklich werden sollen. Dann wären ja alle Reichen glücklich. Von ihren Vorstellungen können die Romanes gerade so leben. Das ganze Jahr über ziehen sie durch Frankreich. Nur im Winter bleiben sie etwas länger an einem Ort. Von einer Minute auf die andere entscheiden zu können, wo und wann sie auftreten, empfinden sie als großes Glück. Was für uns zählt, das ist die Begegnung mit den anderen Menschen, im Hier und Jetzt. An den nächsten Tag denken wir nicht. Der Mix aus Zigeunermusik und Kunststückchen zieht alle in den Bann. Da spielt es kaum eine Rolle, ob bei der einen oder anderen Artistennummer mal etwas schief geht. Die strahlen eine immense Lebensfreude aus. Und das hilft uns nachher in all den grauen Momenten. Nachher sieht man auch die Roma anders, die auf der Straße sitzen und betteln. Man sieht sie als Angehörige eines Volkes. Ein kleiner Zirkus am Rande der Stadt lässt den Funken überspringen. Für viele ist Zigeunerleben längst kein Schimpfwort mehr.